Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge der Ader-Analyse. Kurz bevor wir anfangen, geplant sind heute 6 Folgen. Einmal natürlich die Ader-Analyse, die normalen 3 Parts. Und noch 2 Parts, die eigentlich gestern hätten kommen sollen, nämlich Blacks Fazit und die Witcher 2 Folge von gestern. Ich hoffe, ich werde alles schaffen. Ganz sicher kann ich es leider nicht sagen, aber ich werde mir Mühe geben, alles hinzukriegen und hochzuladen, damit wir dann zumindest halbwegs wieder bei der normalen Anzahl sind. Ja, heute geht es, wir sind ja immer noch bei A, wir sind jetzt mittlerweile bei der 7. Folge, glaube ich. Heute geht es mal um eine Pflanze. Eine Pflanze, die Mittelerde gleichzeitig, wie soll ich sagen, sie ist gleichzeitig unbekannt und gleichzeitig sehr wichtig. Und zwar Atelas. Atelas ist ein, ist, also das Wort ist aus dem Sindarin und bedeutet hilfreiches Blatt. Außerdem bekannt ist sie zum Beispiel im Westron, also in der Allgemeinsprache unter Königskraut. Darunter kennen sie ja die meisten. Und natürlich auch in Quenya, in der anderen Elbensprache, in der Hochelbensprache. Da heißt sie Azea Aranion. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Es ist eine Halbpflanze aus Numenor, ist ursprünglich nur dort gewachsen und wurde dann beim Untergang Numinors von dort, von Elendil und den Getreuen mitgebracht. Es hat, die Pflanze hat lange Blätter, lange grüne Blätter, blaue Blüten und diese Blätter geben, wenn man sie zerdrückt, einen scharfen, süßlichen Geruch ab. Die Blätter sind auch das, was am meisten verwendet wird. Es gibt verschiedene heilsame Eigenschaften bei der Pflanze. Die Blätter sind am wertvollsten, vor allem wenn sie frisch sind. Und ja, was tun sie? Man benutzt sie normalerweise in dampfendem heißen Wasser, in einem Aufguss. 1 bis 2 Blätter reichen. Sie wirken schmerzlindernd. Sie wirken wiederbelebend bei Körperstellen, die in Kontakt mit den Nazgul waren, weil die ja dann immer taub und kalt sind. Und sie wirken gegen Schmerzen, wenn man eine Wunde damit auslöscht. Ich habe vorher gesagt, gleichzeitig hier gewichtig und unbekannt. Wieso? Naja, die Wirkung kennt kaum jemand. Man merkt es schön im Film und man merkt es auch im Buch. Atelas ist eine Pflanze, die kaum einer kennt. Im Norden quasi gar nichts. Im Norden ist die Wirkung nur bekannt von den bei den Waldläufern und natürlich bei den Elben von Elrond. Und selbst im Süden, wie zum Beispiel in Gondor, was zwar ja, was heißt runtergekommen? Es ist ja über die Jahrhunderte im Ringkrieg doch etwas zerfallen, aber es gab trotzdem da reichhaltiges Wissen. Und selbst da kennt man Atelas, also man kennt Atelas schon, aber es gilt nur, in Anführungszeichen, ja, das ist halt gut gegen Kopfschmerzen, man kann halt damit die Luft frischer machen, und mehr, und es ist halt sonst nicht wichtig, denken dort die Leute. Es gab dort auch, im Buch wird schön beschrieben, dass eben Aragorn nach Atelas gefragt hat, nach der Schlacht auf dem Pelennor, zur Behandlung, wegen zum Beispiel Eowyn, Merry und auch Faramir. Und ja, sie haben es eben in den Häusern der Heilung nicht da. Sie haben es nicht vorrätig, weil es eben als unwichtig gilt. Der spricht auch mit einem Kräutermeister, der zum Beispiel eben diesen Quellennamen kennt, Azea Aranion, der auch gemeint hat, von wegen er würde den balinorischen Namen kennen, aber halt keine Ahnung von der Wirkung hat. Leute, die es wirklich nur noch verwenden, sind halt ältere Leute, wie gesagt, hauptsächlich halt gegen Kopfschmerzen. Und von denen gibt es auch einen alten Vers, der allgemein relativ bekannt ist. Das ist eben der Vers, der darauf anspielt, dass in Königshänden selbst der schwarze Atem dadurch geheilt werden kann und auch also fast jede Krankheit. Aber ihn hat halt keiner verstanden, weil zu der Zeitpunkt eben das mit den Königen ja schon eine Weile her war, die Truchsessen regiert haben. Und da gibt es diese Frau Ioret, das ist eine sehr alte Dame, auch eine Heilerin in den Häusern, die kennt diesen Reim.
rezitiert ihn dann auch und der Kräutermeister meint, ja, ist halt, ne, das Gefase von alten Frauen ist ja gar nicht so. Aragorn ist natürlich besser, deswegen hat er gesagt, ja, wenn nur irgendwo irgendwas in der Stadt ist von dieser Pflanze, dann bringt es mir. Und sie mussten sehr suchen. Zumindest im dritten Zeitalter gibt es Atelas nämlich, also wächst Atelas nur noch sehr, sehr selten. Größtenteils in Orten, wo mal die Dunedain gelebt haben. Hauptsächlich in Wäldern. Zum Beispiel bei der Wetterspitze hat Aragorn kein Atelas gefunden, sondern erst im Wald. Und auch Eowred erwähnt eben, dass sie zwar ein paar Stellen gefunden hat, aber eben auch nur in einem Wald nahe Gondor. Also wirklich nur da, wo das ehemalige Arnor war, also in Eriador und halt in der Nähe von Gondor. Und selbst da ist Atelas sehr selten. Das ist jetzt keine Pflanze, die überall wächst, sondern sie ist selten. Ja, sie wird im Herr der Ringe des Öfteren verwendet. Einmal, habe ich ja gerade schon gesagt, in den Häusern der Heilung für Eowyn, Faramir und Merry, wo Aragorn sie vom schwarzen Anhauch, also von der Krankheit, die die Nazgûl übertragen, befreit. Gerade Eowyn ist da so eine Sache, weil sie hat ja gegen den Hexenkönig gekämpft und ist da mit besonders schwer betroffen. Faramir auch. Faramir ist ja unter den Atem der geflügelten Schatten gefallen. Und Merry so ein bisschen, weil er ja Eowyn im Kampf gegen Hexenkönig geholfen hat. Die Blätter, die sie dann finden, die dort dann aufgetrieben werden, sind halt schon 2 Wochen alt. Also wie gesagt, frisch wirkt es am besten. Dort sind sie halt nicht mehr frisch, aber sie funktionieren trotzdem. Aragorn lässt sie halt in... Also tut sie halt in heißes, dampfendes Wasser, lässt dann die Dämpfe wirken auf die Kranken und ruft ihre Namen mehrmals, um sie aufzuwecken, weil es ja so eine Art Koma ist, so eine Art Todesschlaf ist. Und bei Eowyn tut er halt zusätzlich den Schwertarm, also der Arm, mit dem sie den Nazgûl erledigt hat, mit dem sie den Hexenkönig erledigt hat, waschen, weil der halt taub ist, tot ist. Sie hätte den Arm sonst nicht mehr benutzen können. Und ja, wir wissen ja, alle drei haben überlebt. Frodo kam zweimal in den Genuss einer Atlasbehandlung. Einmal nach der Wetterspitze, also nachdem er von der Morgulklinge verwundet wurde, mit frischen Blättern. Es hat auch funktioniert dort, es hat den Wundschmerz genommen, es hat die Kälte, die sich über seine gesamte Seite ausgebreitet hat, genommen. Natürlich wurde er es letztendlich geheilt von Elrond, aber ohne das Atlas, ohne Aragorn, der halt fast der Einzige ist, der weiß, wie man das richtig verwendet, hätte er es soweit gar nicht geschafft. Da, trotz aller Hobbitzähigkeit, er wäre sonst einfach gestorben. Und er hat nochmal eine Behandlung bekommen nach dem Kampf in Moria, also nach der Marzagul-Kammer, mit den übrigen Blättern, da natürlich nicht mehr frisch, sondern getrocknet. Da es ja im Buch einen Häuptling gibt, einen Ork-Häuptling, der ihn dort mit einem Speer verwundet. Im Film ist es ein Höhlentroll. Und obwohl er in beiden Fällen ja das Mithril-Hemd trägt und deswegen nicht stirbt, hat er im Buch schon ein paar Verletzungen. Also er hat ein paar Quetschungen, er hat ein paar Prellungen, weil halt, obwohl trotz der Rüstung, einfach das eine sehr starke Waffe war und ihn zwar nicht getötet hat, aber eben doch verwundet. Zumindest leicht. Man weiß ja, dass zum Beispiel auch bei Kettenhemden, soweit ich das weiß, vielleicht täusche ich mich da, aber soweit ich das weiß bei alten Kettenhemden, dass man darunter ja immer Unterkleidung trägt, weil sonst das Kettenhemd selber einfach so schwer ist und auf die Haut drückt, also halt Verletzungen verursachen kann, vor allem halt Kratzspuren oder Prellungen. Soweit ich weiß, ich könnte mich da auch täuschen. Sam kriegt da auch eine Wunde ab an der Stirn von einem Pfeil von den Orks. Und auch er behandelt sich nach eben den Ratschlägen von Aragorn mit Atelas. Und ja, hat nicht mal eine Narbe davon getragen. Also man merkt schon, das Atelas ist eine sehr starke Pflanze. Man kann es auch gegen Wunden allgemein und gegen Muskelschmerzen nehmen. Da würde man dann die Blätter zu einer Paste machen.
Aber wie gesagt, die normalen Blätter im Wasser sind am wirkvollsten. Und ja, sie kommt ja auch in beiden Filmen vor. Im Herr der Ringe kommt sie eben vor, bei Frodo, bei der Wetterspitze, im Hobbit kommt sie vor, bei Kili, was da nicht wirklich Sinn macht, weil man erinnert sich, da ist Seestadt. In Seestadt dürfte gar kein Atlas wachsen. Aber da kam es halt auch schön von wegen, ja, damit füttern wir die Schweine, das ist unwichtig. Zumindest wurde halt schön gezeigt, wie wenig Leute eigentlich von Atlas wissen, obwohl das so eine sehr mächtige Pflanze ist. Ja, sie wirkt auch bei Nicht-Verwundeten übrigens. Bei den Verwundeten selber natürlich am stärksten, aber auch bei Nicht-Verwundeten wirkt der Dampf, und zwar der Geruch selber. Einmal wirkt er eben sehr erfrischend, wie gesagt, es gilt halt hauptsächlich als Lufterfrischung. Und ansonsten wirkt er auch auf die Stimmung, und zwar je nachdem, was benötigt wird. Nach der Wetterspitze zum Beispiel wirkt er auf die anderen Hobbits, also auf Sam, Merry und Pippin, beruhigend. Also er nimmt ihnen die Angst vor den Nazgûl. Nach Moria, wo dann Gandalf schon durch den Balrog in die Schatten gefallen ist, also zwischen Moria und Lorien quasi, nutzt die Gemeinschaft Atlas. Dort wirkt es stärkend. Damit sie einfach den Weg durchhalten. Und in den Häusern der Heilung nach dem Schlacht um Pelennor wirkt es stimmungshebend, weil natürlich alle sehr niedergeschlagen sind, sehr deprimiert sind wegen dem ganzen Krieg und wegen den Schlachten und weil sie halt zumindest sehr viele Verwandte und Freunde verloren haben. Also es wirkt auch auf Leute, die eben nicht verwundet sind. Die müssen einfach nur die Dämpfe riechen. Und wo wir gerade beim Geruch sind, der ist auch bei jedem unterschiedlich. Er weckt schöne Erinnerungen und er wird im Buch in mehreren Zitaten als unterschiedlich beschrieben. Eine Erinnerung ist zum Beispiel an einen taufrischen Morgen unter klarer Sonne. Also wirklich einfach eine Morgenerinnerung. Bei einer anderen heißt es von einem Obstgarten im Sonnenschein und einer Heide, wo eben die Bienen durchschwärmen. Bei einer dritten wirkt es dann nur wie Luft, aber wirklich vollkommen reine Luft. Also Luft, die noch nie geatmet wurde, die wirklich kommt von den Höchstbergen oder vom Meer und die noch nie geatmet wurde, vollkommen rein ist, in keinster Weise irgendwie verdorben oder in keinster Weise geatmet. Und bei Iorath zum Beispiel, die ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie ist, aber auf jeden Fall ist sie eine alte Dame, ich glaube 70, 80. Hier gibt sie Jugenderinnerungen eben in den Häusern an die Rosen von ihrer Heimat. Also es wirkt auf jeden anders, beziehungsweise es riecht bei jedem anders. Keiner kann danach so genau sagen, was er gerochen hat. Sie wissen halt nur, ja, wir haben schöne Erinnerungen gehabt. Das ist ziemlich interessant. Und ja, Aragorn ist als rechtmäßiger König eben der Einzige, der das Atlas richtig verwenden kann. Deswegen war es halt kaum bekannt. Und deswegen ist es so eine mächtige Pflanze vielleicht auch. Ich meine, es wussten schon mehrere Bescheid. Elrond zum Beispiel wusste Bescheid, Gandalf wusste natürlich Bescheid. Wie gesagt, der Kräutermeister in Gondor kannte Atlas an sich auch. Wusste halt nur nichts von der Wirkung. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Pflanze komplett unbekannt ist. Aber naja, sie ist halt. Ihr Ruf war halt schlechter als ihre Wirkung, sagen wir es mal so. Und es wird auch gesagt, eben an die Hände des Königs in die Hände des Heilers. Daran wurde erkannt, dass Aragorn der rechtmäßige König ist. Das hat auch in Gondor für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, weil dann eben sich das Gerücht verbreitet hat, dass der König zurückgekehrt ist. Und Aragorn war dann öfters sehr, sagen wir, unauffällig. Er hat dann danach nur noch Minas Tirith mit Kapuze betreten und so weiter, hat die Banner, wo ja auch zum Beispiel die Wahrzeichen Elendils drauf sind, einrollen lassen, weil er hat halt gesagt, ja, solange Sauron nicht besiegt ist, will ich nicht, also solange Sauron nicht besiegt ist, bin ich nicht König und ich will nicht, dass die Leute Hoffnungen haben, die unbegründet sind, sondern dass sie halt erstmal an sich glauben.
dass sie glauben, dass sie es selber schaffen können. Ja, das war's über Attilas. Viel ist es nicht. Ich wollte es aber unbedingt reinnehmen, weil es doch eine sehr mächtige Pflanze ist und weil sie sehr wichtig ist, eben in mehreren Dingen, sonst wären mehrere wichtige Leute gestorben und dann haben eben der Ringträger. Ich danke natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, hat euch zugesagt. Und ja, wie gesagt, heute vorhaben tue ich 6 Parts, also jetzt mit nachdem noch 5. Ob ich es schaffe, mal gucken. Sicher wissen tue ich es nicht. Montag ist immer so eine Sache, weil ich Montag sehr viel mal zu tun habe. Aber ich werde mein Bestes geben. Und wir sehen uns dann später, wenn ihr wollt, wieder. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.